Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part auf dem Minecraft Legends Server, liebe Freunde. Ich befinde mich hier gerade auf unserem Stage-System und ich habe jetzt gestern und heute im Livestream, ich weiß nicht, wann ihr das Video kriegt, kann sein, dass es ein paar Tage später ist, etwas gemacht, wo ganz viele Leute gefragt haben: Kevin, was machst du da eigentlich? Und damit ihr natürlich nicht so im Dunkeln tappt und vielleicht auch auf YouTube so ein bisschen ein Update kriegt, was hier gerade so abgeht, möchte ich euch das mal erklären. Also, es sieht ziemlich strange aus. Ich weiß, es wirkt jetzt erstmal sehr eigenartig. Viele denken sich jetzt wahrscheinlich, hä, warum sind da überall Glowstone und Beacon? Das sieht doch total komisch aus. Wird das alles so bleiben auf dem Server? Ich kann euch beruhigen, nein. In der finalen Welt werdet ihr hiervon gar nichts sehen. Denn das hier hat alles mit einem Tool zu tun, und zwar dem sogenannten pathfinding Finding Tool, also quasi dem Wegfindetool. Wir haben sowas wie ein eigenes Navigationsgerät für Minecraft Legend entwickelt und das Ganze wird auf eine Art extra Server ausgelagert und dann passiert nämlich Folgendes: Wenn ihr jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, hier im Holzfällerlager seid und ihr habt eine Aufgabe, ja, und ihr steht hier zum Beispiel, sagen wir mal, oder nein, ihr steht hier. So, und dann habt ihr die Aufgabe irgendwie, keine Ahnung, ihr sollt zehn Wolfsfälle besorgen, ja? Dann äh, öffnet sich quasi in euer, also wenn ihr die Quest öffnet, öffnet sich hier halt so eine Art Questbuch und da könnt ihr dann quasi Wolfsfälle anklicken, das Wort, das wird quasi farbig und unterstrichen sein, und dann passiert folgendes, dann aktiviert sich quasi unser Pathfinding-Tool und der nächstnähere Beacon, der bekommt bei euch dann einen Strahl nach oben. So und dann werdet ihr natürlich automatisch dorthin laufen, ja? Das wäre dann in dem Fall der Beacon hier. So und wenn ihr dann hier in der Nähe seid, passiert Folgendes und zwar es erscheint dann eine Partikellinie. Die Blöcke seht ihr nicht, bei euch wird nur noch eine Partikellinie sein und diese Partikellinie, die leitet euch dann quasi zu dem Punkt, wo ihr diese Wölfe findet, bei denen ihr quasi das Fell bekommt, ja? Ihr lauft dann dieser Partikellinie die ganze Zeit so schön nach. Bom, 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 bom. Jetzt muss ich einmal ganz kurz hier in den Spectator gehen. Ne? So, zack, zack, zack. Und dann... Äh, Moment. Creative. Zack. Seid ihr hier? Und hier habt ihr dann die Wölfe. Und die werden dann wahrscheinlich auch noch einen Glow-Effekt kriegen, das ihr sofort erkennt. Ah, ja. Das sind die Wölfe, die ich brauche, um das Wolfsfeld zu bekommen, ja, also ganz einfache Kiste, das funktioniert nicht nur mit Quests, ja, ich sag jetzt mal als Beispiel, ähm, ihr steht jetzt zum Beispiel, Moment, ich gehe mal eben hier hin, P -p 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 -p. sagen wir mal hier, ihr steht jetzt hier und dann sagt ein Freund zu euch, ey, ich bin im Dorf so und so von den Zwergen, ne, dann könnt ihr dieses Dorf, wenn ihr das schon entdeckt habt. Wichtig ist, ihr müsst die Orte auch das erste Mal entdecken. Dann werdet ihr wie so eine Art Lexikon später haben. Da könnt ihr dann quasi äh, das so raussuchen. Es wird auch eine Suche geben, die werden wir einbauen. Ja, da könnt ihr dann den Namen von dem Dorf eingeben und dann äh, wird das so sein, dass das Dorf quasi euch äh, direkt angezeigt wird, quasi. Und dann könnt ihr das auswählen zu aktualisieren. Na, dann wird euch hier quasi so eine Partikellinie dann bis Hoch oder bis rein ins Zwergendorf leiten, ja? Hier zu eurem Freund, ne? Zack. Ähm, wir müssen mal gucken. Ich habe noch nicht mit den Devs darüber geredet, aber ich hab folgende Idee. Es wäre natürlich noch geiler, wenn euer Kollege, sag ich mal, in der Nähe von einer bestimmten Note oder so, also einem Knotenpunkt steht, weil diese ganze Karte, ich kann euch das mal eben zeigen, die ist komplett ausgestattet. Also hier sind überall diese Punkte. Und es wäre natürlich ganz geil, wenn wir das machen könnten, dass, ähm, wenn euer Kollege zum Beispiel sich in der Nähe von, irgendeiner, von irgendeinem Knoten befindet, dass diese Position, wo er, sich zu, wo er zuletzt stand, als ihr ihn getrackt habt, euch angezeigt wird. Das heißt, wenn euer Freund sagt, jo, ich warte hier und hier, dann könnt ihr das einfach tracken und dann zeigt euch die, die Partikellinie, den Weg zu eurem Kollegen an. Das wäre natürlich noch eine Sache, die geil wäre, dieses Feature einzubauen. Müssen wir mal schauen, ob wir das jetzt noch vor Release vom Server machen werden, ja, weil das ist, denke ich mal, doch schon ein bisschen mehr tricky. Ähm, Weiß ich nicht, wie viel Aufwand das mit sich bringt. Müssen wir einfach mal schauen. Wäre aber auf jeden Fall eine geile Sache, denke ich mal persönlich. Weil so wäre es ja noch einfacher, dass ihr euch quasi auf der Map finden könnt. Weil, man muss dazu sagen, ohne Modpack wird es nicht möglich sein, oder ohne Mod quasi wird es nicht möglich sein, dass wir eine Minimap ins Spiel reinbringen. Ja. Ähm, alle Variationen dazu finde ich nicht so geil. Und da gibt es auch nichts wirklich Gutes für die Größe von, äh, von, von Karte, die das bei uns angenommen hat. Und deswegen haben wir uns dann dazu entschieden, hier dieses Pathfinding-System zu machen, was meiner Meinung nach sehr, sehr gut funktioniert und eine sehr gute Alternative bietet, weil der Vorteil von der ganzen Sache ist, ihr guckt nicht die ganze Zeit auf eine Minimap, was ich persönlich viel, viel besser finde. Sondern, wenn ihr dieses Pathfinding jedes Mal aktiviert, lauft ihr durch die Welt und mit der Zeit werdet ihr, glaube ich, viel, einen viel, viel besseren Lerneffekt haben, was das Einprägen der Welt angeht. Weil wenn man nämlich dann wie in WoW rumläuft und jedes Mal, ah, oh, ja, 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 jetzt muss ich einfach hier so ein bisschen schräg laufen, dann lauft ihr einfach so schräg, dann guckt ihr wieder auf die Minimap, öffnet die wieder kurz, ne, dann lauft ihr wieder so weiter. Und bei diesem Pathfinding-System, da sucht ihr den Spot raus und dann habt ihr eine Partikellinie, der ihr einfach die ganze Zeit folgt und ihr könnt dann rumlaufen und euch in der Welt umschauen und dann passiert folgendes, euer Gehirn wird ja die ganzen die ganzen Bilder und so die es wahrnimmt hier ja vor allen Dingen markante Bilder wie jetzt zum Beispiel hier hinten diesen spot den wir hier haben ne, diese riesen Bergbaustadt ähm, wird er wird sich das einprägen und dann lernt ihr mit der Zeit glaube ich viel viel besser die Karte auswendig als ähm, wenn ihr immer wieder auf eine Minimap schaut. Meine persönliche Meinung. Gehe ich mal von aus. Müsste ich natürlich einen Psychologen zu befragen, ob das wirklich so ist. Aber ich glaube, das wird einen besseren Lerneffekt haben, als wenn ihr nachher einfach stupide auf eine Minimap die ganze Zeit guckt. Wir sind von 5 auf 15 Entwickler hochgegangen. Unser Bauteam ähm, hat sich auch quasi verdoppelt, wenn jetzt alle reinkommen, die wir da so im Fokus haben. Und äh, es kommt gerade, ja, sehr guter Input. Also wir kommen mit rasanten Fortschritten auch voran, was... Quasi den Fortschritt von Legend angeht. Was die Alpha angeht, ich kann jetzt noch nicht so viel sagen dazu oder auch Zeiträume nennen, aber ich kann euch zumindest die Info geben, dass wir wahrscheinlich weniger als die Hälfte der Zeit für die Fertigstellung der Alpha benötigen, als wir ursprünglich äh, geplant hatten. Also, das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass wir einfach die Zeit quasi um die Hälfte reduziert haben fast. Und äh, die Entwickler, die geben richtig Gas, das Bauteam gibt richtig Gas, unsere Grafiker, Storywriter, ja gut, Grafiker haben wir ja im Moment nur eine Dame. Ähm, also geht auf jeden Fall sehr, sehr gut voran. Und ich hoffe, dass es so bleibt, was jetzt als nächstes auf mich zukommen wird. Ähm, wir haben jetzt das Tool fertig für die Friedhöfe. Ja, das heißt also, ähm, wenn ein Spieler stirbt, wird er hier an einem Friedhof respawn, den nächstmöglichen in seiner Nähe. Und dann werdet ihr quasi im Spectator-Mode erstmal sein. Und dann ist es folgendermaßen: Ihr habt dann quasi so ein Bild, und äh, dann steht quasi mitten im Bild der Cooldown, wie lange es noch dauert, bis ihr spawnt. Ihr könnt euch auch im Spectator nicht bewegen. Also ihr seid an einem Block gebindet, ne? Und sobald ihr dann quasi wieder äh, belebt seid, dann zack, spawnt ihr am Friedhof und könnt wieder loslaufen. Und wenn ihr dann innerhalb von 5 Minuten nochmal sterbt, dann erhöht sich der Cooldown von 30 Sekunden auf 60. Und wenn ihr dann nochmal sterbt, auf 90. 90 ist das Maximum. Dann müsst ihr anderthalb Minuten immer am äh, Friedhof warten, bis ihr wieder respawnt. Es soll ja auch eine Strafe geben. Und ich finde, eine Zeitstrafe ist immer eine ganz gute Strafe, weil wenn ihr dann einplant, jo, ich möchte heute gerne, weiß ich nicht, so und so viel XP sammeln und alles drum und dran, ne? Ähm, ja, dann werdet ihr es einfach zeitlich bedingt nicht schaffen, weil wenn ihr zu oft sterbt, dann seid ihr jedes Mal hier am Friedhof und eure Gegenstände verlieren alle 10% ihrer Haltbarkeit, also alle Gegenstände, die ihr im Inventar mit euch rumschleppt, selbst Items, die ihr nicht benutzt, ja, das ist dann auch in dem Sinne eine ziemlich harte Strafe, wenn man stirbt, was es auch sein soll, weil wenn die Gegenstände nämlich mit der Zeit kaputt gehen, da könnt ihr sie auch nicht mehr gut verkaufen, weil euch wird der Händler kaum noch Geld dafür geben. Das heißt also, Spieler sind auch gezwungen, immer wieder darauf zu achten, nicht zu sterben, regelmäßig Gegenstände zu verkaufen und so weiter und so fort. Ja, und das ist erstmal so der aktuelle Stand zu Minecraft Legend. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne Feedback in den Kommentaren da lassen und eine Bewertung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Update-Video. Bis dann, tschüss zusammen.